Guten Morgen, liebe Taxiliebhaber. Natürlich auch an die Damen. Bin fix und fertig und gestern Abend gerade aufgestanden und wir haben jetzt gerade 14.16 Uhr. Nachtschicht fängt gerade jetzt an. Der Tag ist lang. Ja, wie ihr seht, bin noch mit der Jacke noch im Auto. Der Nachteil, manchmal ist der Wagen richtig eisig kalt, da muss man halt ein bisschen lange warten. Jetzt können wir anfangen mit der Arbeit. Mal schauen, wo unser Glück sich befindet. Wo muss ich hin? Wo finde ich Kunden? Mal schauen, wie viel wir heute Umsatz machen. Auch noch andere Frage, ob es sich heute lohnt. Heute Sonntag ist ein ruhiger Tag. Viele Kollegen und Kollegen machen heute frei. Dafür arbeite ich. Mal schauen, ob wir heute Flughafenauftrag kriegen oder nicht. Wenn wir einen kriegen, dann ist unser Tag gerettet, weil ich halt dort auch Kunden aufladen darf. Ich habe ja eine Sonderberechtigung. Diese Sonderberechtigung kriegen wir halt ausgelost von der Berliner Landeseinwohneramt für Bürger- und Ordnungsgelegenheiten, für Verkehr und so weiter alles. Kurz gesagt heißt der Labo nochmal. Dort wird einmal im Jahr für Berlin Flughafen, sozusagen Berlin-Brandenburg Flughafen BR, werden die Taxis ausgelost. 500 Berliner, 300, denke ich mal, sind die Brandenburger. Und somit können wir dann ein ganzes Jahr lang dort Kunden aufladen mit einer sozusagen eine genehmigte Transponder. Mit dieser Transponder können wir durch die Schranken durch. Ich muss trotzdem vorsichtig sein, ne? Weil in Berlin ist viel mit Fahrrädern. Viele Menschen fahren Fahrräder. Da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Auf die und auf mich selbst muss ich aufpassen immer. Was habe ich eben gesagt? Ausgelost, richtig. 500 Berliner, 300 Brandenburger. Einmal im Jahr wird es ausgelost und dann können wir dann halt dann dort aufladen mit der Transporter, weil wir mit dieser Transporter durch die Schranken durchfahren können bis zum Kunde Ladeleise und dort können wir dann halt dann unseren Kunden aufladen unter der Beobachtung von den Abkor. Was ist Abkor? Abkor sind die Truppen von der Flughafengesellschaft, die die ganze Taxireihe organisieren tun. Unter den Beobachtungen von Abkor können wir halt die ganzen Kunden aufladen. Jetzt fahre ich einfach mal so spontan durch Berlin. Ich fahre jetzt erstmal Richtung Alexanderplatz. Der neue Name ist alles Andersplatz. Keine Ahnung. Natürlich ist es ein Gag, Spaß gesagt. Alexanderplatz bleibt immer Alexanderplatz. Dort fahre ich jetzt erstmal hin und dann schaue ich mal, ob ich dort mal einen Kunde finde. Gerade Auftrag bekommen, jetzt fahre ich erstmal los und dann schauen wir mal, wem wir da überhaupt abholen werden. Doreen, 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 wo bist du, Doreen? Ich hole dich ab jetzt. Zu Reichstag? Ja. Yes. Cold? Wow, yeah. Little bit. Little bit. Welcome Berlin. Where are you from? Israel. Israel. Oh, shalom. Shalom. Where are you from? Turkey. Oh, neighbors. Almost neighbors. No. Yes. Same region. Half. Oh, how are you? How are you? We're fine, and you? Fine. Yeah, thanks. We're not used to this cold, you know. Yeah. You probably know in Israel it's much hotter. Israel is, yeah. It's like 20 degrees today in Israel. Yeah, Israel is good. Yeah. Is it a very cold weekend in Berlin? Now, 1 week is this. It was, I think, 4 or 5 days. Beginning this cold. It's not like that always in the winter?
Yeah, normally it's winter. Yeah, it's normally winter time. Okay, yeah. It's beginning now. Mm. Can to minus 15. Wow. Oh. Yeah. So okay. This is not too cold for people who live here. Yeah. for me it's normally. Before I taxi driver, I work in this snow company and oh my god, so this is warm for you. For me this is normal. For me it's normal. And this is a rice stack of the right side, but 100 meters. Okay. I can better stop for okay. you. Next to the thank security? You. For security is this containers yeah. off the street yeah. and will you stop next to the containers? Yeah, yeah, okay. Inside and this is control. Okay. When you have reservation? Yeah. Yeah. All this with pass? We've got reservation for 15 minutes. So that's okay. So have a good day. Thank you. Ein miserables Wetter. Überall sehr schwarz. Eine Güte. So einen schlechten Abend habe ich nie gehabt. Und wurde ich leider erwischt. Von der Polizei. Hab Bußgeldverfahren 50 Euro bekommen. Die muss ich nachhinein zahlen. Jetzt fahre ich erstmal zum Flughafen Schönefeld oder Brandenburg. Weil ich ja die Sonderberechtigung habe. Mal schauen, wie viel ich heute Abend letztendlich verdient habe. Das Ganze werde ich dann später zeigen. Vergiss bitte nicht zu abonnieren. Das brauche ich sehr, sehr dringend. Gerade jetzt bei 300 Abonnenten. Ein guter Start. Ich hoffe, ihr könnt mich ruhig abonnieren und mal ein Like geben. Das ist mir auch sehr wichtig. Dann sehen wir uns später. Hier ist unser Taxi-Parkpalette und hier warten wir, bis wir aufgerufen werden. Woher erkennen wir oder wie rufen die uns? Da ist gerade Welle oder keine Ahnung, so ein TV. Und dort wird unsere Nummer aufgerufen. Danach werden wir dann halt dann entweder zum Süd oder zum Nord fahren. Woher erkennen wir das? Jetzt gerade ist jetzt drei Taxen wurden jetzt bestellt. Einer will jetzt zum Süd, der andere zum Nord, der andere auch zum Süd, Süd, wieder Süd. So werden wir direkt zum Kunden weitergeleitet, wo die Kunden uns warten, auf uns warten. Und gerade jetzt hier sind, ja, denke mal über 300 Taxis, warten alle. Und ich bin auch einer von mehreren, die hier warten. So, schauen wir mal, wie viel wir jetzt bis heute sozusagen verdient haben. Steigen wir erstmal ein. Sehr, sehr kalt draußen. Drei Kunden hatte ich bis jetzt und habe gerade 58,10 € verdient. Der Abend ist noch lang. Mal schauen, wie viel noch wir noch verdienen werden. Eben habe ich jetzt die Kunden zum Ritz-Carlton gefahren. Die Tour hat gekostet 51 Euro. Ein gutes Geld. Leider dürfte ich die Kunden nicht aufnehmen. Keine Erlaubnis gehabt. Aber auch natürlich Verständnis dafür. Respektiere alles und überlege, ob ich jetzt wieder zurück leer fahre, weil heute Sonntag ist immer so ein ruhiger Tag, ob es sich lohnt, von hier dorthin wieder zurück zu fahren, weil eben habe ich gewartet ungefähr eine Stunde, über eine Stunde eigentlich. Jetzt wieder dorthin leer fahren, eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob jetzt dort sofort ein Kunden kommen wird oder nicht, weil das Ganze wird dann wieder eine Stunde dort Wartezeit. Hinfahrt halbe Stunde, mit Kunde wieder zurück. Halbe Stunde sind zwei Stunden. Ob es sich überhaupt lohnt, weiß ich nicht. Aber erstmal warte ich jetzt mal am Hotel Adlon am Brandenburger Tor. Und ja, fahre ich jetzt mal erstmal direkt zum Hotel. Bin jetzt gerade auf der zweiten Taxireihe gewesen. Ein Taxi weniger, also bin ich jetzt Platz 4. Und hoffentlich kriege ich neue Kunden, aber sieht sehr schwer aus, weil heute Sonntag, hier ist sehr, sehr ruhig heute. Mal schauen, vielleicht fahre ich wirklich zum Flughafen Brandenburg. Okay.
Okay, 1 minute please, yeah? So Fahrgast, ja. Ich habe einen Auftrag gehabt, aber es ist unverbindlich. Das ist das. Das ist das. Okay, danke schön. He called. Hi. Hi. Welcome. He called you. Hotel de Rome. Yes, sir. Thank you. No problem, sir. So. If I were not so old, I'd walk it. Yeah. From the restaurant Grill Royale? Yes. Okay. Good dinner? Very nice, yes. Yeah. And expensive? A little on the... I ate lightly. And the beef is good? Beef was very good. Yeah. The hamburger or beef? Beef. Yeah. Filet. How much? 60. 60? With two vegetables and potatoes. For one person, yeah? One person, though, that's yeah. Okay, or? Reasonable. Yeah? 200 gram? Yes. Yeah, with salad? Wine and bread. Really? Yes. It's so good. So, yeah, I thought it was a... Now, they have other cuts that were 150. Wow. Where are you from? The States, U.S., St. Louis. Yeah. Which city? St. Louis or Saint Louis. Saint Louis? Yeah. Okay, but I know only of this card, yeah. we call it St. Louis. I hope in my life, in this country, in this USA, for sightseeing, I hope. This visum is very hard for USA. I must going in this... USA embassy for this visum and right. for tourism, but I hope for 10 days I go in USA to Manhattan. Yeah. You are in Manhattan? I am not. I'm on the Mississippi River in the middle of the country. Mississippi, yeah. I'm 1,000 miles from Manhattan. Oh. Yeah? 900 anyway. 900? Yes. Miles. Miles. This is kilometer is 1,500 kilometers. Close. Yeah. Yeah. Wow. Yeah, I'm only a third of the way across the country. Wow. Very long. So now to hotel. Yeah. Yes. Yeah. How long are you in Berlin? One more, well, total of 4 nights, 3 days. Okay. Visiting friends, and now tomorrow I play tourist. And back? And then I'm, well, no, then to Paris. Paris? Yes. Wow, yeah, Europe sightseeing, yeah? Sightseeing and more friends. Okay, more friends. That's good. That's good. It's the beauty of being retired. Yes. I make for my YouTube channel videos. Mm. Yes, and now is videos on. Oh. Is okay for you? Sure. Thank you, sir. Thank you, very nice. So, in 2 minutes is the Hotel de Rome. This hotel is very old hotel. Yeah, old building. Yes, and normally this history building is this. Dresdner Bank? Yeah. And I think the swimming pool is close. Oh, I don't know. I haven't tried. Yeah, it's just up. And there's a balcony, is this? Yeah. It's with the sighting to this area here. All is here. So, my taxi friends will wait, but I cannot wait. No, sir, we have €6.30, please. Thank you very much. You're welcome. Oh. Can you break a 20? No problem. Just give me 12 back. Thank you, sir. You're welcome. Upsala. This is €10. Mm-hmm. And €2 back. Have a good evening. Thank you. Thank you, sir. See you. Have a good evening. Thank you. Bye-bye. So,
Ja, 6,30 Euro plus 1,70 Euro Trinkgeld. Naja, Dankeschön. Trotzdem. Kleines Mini-Umsatz, besser als gar nichts. Statt zu warten, kann man immer so eine kurze Tour übernehmen. Darauf freue ich mich gerne. Also für mich ist es egal, ob es kurz ist oder lang. Hauptsache, sage ich, kommt Kunden. Das ist für mich noch wichtiger. Ich habe ja nicht mal 5 Minuten gewartet und habe sofort 6,30 plus 1,70 Trinkgeld. Tipp. Verdient. Also kann weitergehen. Nicht mal eine Minute habe ich gewartet. Hier habe ich sofort wieder von der Zentrale einen Auftrag bekommen. Muss zum Holiday Inn Express Hotel einen Kunden abholen. Allerdings, oder Kunde, weiß ich nicht. Allerdings ist das Problem, dass hier jetzt gerade eine gesperrte Straße ist. Darum muss ich ein bisschen umfahren, etwas weit umfahren. Leider in Berlin ist überall, fast überall Baustellen. Und das Blöde daran ist, dass es halt immer lange dauert mit diesen ganzen Baustellen. Ich denke, das kommt davon, dass diese Bezirksämter halt eine bestimmte Summe kriegen. Und mit dieser Summe haben die dann halt so viel Arbeit. Nur, das geht immer sehr langsam in Deutschland. Ja, in andere Städte auch, oder? Schreibt doch einfach in die Kommentare, woher ihr kommt, aus welcher Stadt und ob es auch bei euch dasselbe geht mit dem ganzen Baustellen. Dann holen wir erstmal unseren Kunden ab, dann sehen wir uns weiter. Eben habe ich jetzt die Kunden abgeholt von der Stralauer Straße und habe zum anderen Hotel gebracht, zum Hotel Moor im Wedding. Und habe davon jetzt 21 Euro verdient plus 1 Euro Trinkgeld. Immerhin, super, ne? Also, weiter geht's mit weiteren Kunden.